So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi war wieder mal im Netto unterwegs, hat gesagt, sie hat eine Mission, denn es gibt eine neue Sorte Capital Bra Tea featuring in Kollaboration mit Katja Kraser Wix, ne? Die kennt ihr ja bestimmt alle auch, die hat ja hier ihr Sugar Mami Getränk draußen gehabt, wo die Leute sich alle komplett beschwert haben. Dann gab es ja hier noch die Shirin. Der Shiri, der David, der hat hier sein Dirty rausgebracht, wo ich immer noch sagen muss, so eine Dose Dirty zwischendrin geht immer. Ich weiß nicht, Dirty ist trotzdem eigentlich ein ganz cooler Eistee und vor allem aus der Dose, das spricht mich besonders an. Sugar Mami, das war gar nicht meins. Capital Bra Tee, damit hat es irgendwie angefangen. Irgendwie hört man gar nichts mehr davon, keine Ahnung, Capital Bra ist ja angeblich hier komplett abgestürzt, Mega-Opfer, Drogen, Scheiße und noch mehr. Bushido hat das alles auf den Punkt gebracht, Bushido ist ja selbst ein Heiliger, ne? Deswegen, keine Ahnung, sollen die sich da oben kaputt machen? Wir testen trotzdem, auch wenn es der Teufel persönlich in den Handel bringt. Was mich jetzt aber ein bisschen irritiert, das ist gar keine neue Sorte. Also es hieß, Brati hat mit Katja Kraser Wix jetzt irgendwas gemacht, aber oh, ich muss mir gleich selber was zusammenspinnen. Das ist auf jeden Fall hier der Tee, um den es geht, der sieht so aus. Und ich habe extra nochmal geschaut, wir haben vor einem Jahr oder so irgendwann die ganzen Bra-Tees mal getestet und irgendwann gab es auch von Bra-Tee die Bali Edition. Und das war Meerfrucht mit Vanillegeschmack und das ist jetzt auch Meerfrucht mit Vanillegeschmack. Das heißt also, es ist im Prinzip genau dasselbe Getränk. Warum kollaborieren die jetzt mit Katja Kraser Wix? Aber ich glaube jetzt, ich habe es erkannt, dadurch, dass ja Capital Bra so komplett abgestürzt ist und keiner mehr was mit ihm zu tun haben will, hat Brati, ein Unternehmer, gesagt, den dreckigen Tee, den bringe ich aber weiterhin raus, auch ohne Capital Bra. Das hat nichts mehr mit Capital Bra zu tun. Der Brati steht für sich. Wir brauchen jetzt eine Visage, die wir da hinten draufpacken können. Also fragen wir einfach, wer ist auch gehasst über alles, aber hat Brüste? Katja Kraser Wix. Und deswegen ist jetzt nicht mit der Brati, drogenverseuchte Typ da hinten drauf, sondern diese super geniale Katja Wix Dame. Denn der Original Brati war ja hier hinten natürlich, er war da drauf mit seinem Hawaii-Hemd, mit seiner Mütze, mit seiner Sonnenbrille, mit dem Kakadu auf der Stirn. Jetzt ist es hier sie, das heißt, sie ist das neue Gesicht von Brati, dass die Firma vertritt und Capital Bra raus ist? Oder hat das ganz andere Hintergründe? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, warum da Katja Kraser Wix drauf ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie der geschmeckt hat. Pupsi hat gleich hier zwei Packungen eingepackt, hat gesagt, der war doch übelst lecker, braucht sie unbedingt. Ich habe gesagt, ja, nehme ich, teste ich. Dann habe ich erst, als es im Korb gelegen hat, gesehen, warte mal, Bali gab es doch schon. Komm, ist egal, nimm's mit. Nimm's mit, teste es nochmal jetzt. Kann ja nicht so schlecht gewesen sein, aber vielleicht können die Zuschauer mir ein bisschen mal Geschichte beibringen und mich aufklären, was da jetzt los ist. So, wir probieren mal so einen Schluck. Meerfrucht mit Vanillegeschmack und ja, ich glaube, ich habe damals gesagt, es ist wie wenn du hier aus so eine Dose Cocktailfrüchte, wo alles Mögliche quer durcheinander gemischt ist, wenn du da die Brühe raustrinkst, dann schmeckt das so wie das. Und ich habe auch jetzt wieder genau diesen Geschmack da von diesem Fruchtcocktail aus der Dose. Aber das schmeckt trotzdem gut, also das muss man dem Ganzen lassen. Wie viele sind da drin? 750 Milliliter, normal sind das immer 500 Milliliter. Dieses Glas umfasst 600 Milliliter, das heißt, ich habe 150 Milliliter im ersten Schluck probiert. Und würde sagen, an sich schmeckt das ja trotzdem ganz cool, aber ich mag die Katja Kraser Wix nicht. Deswegen hört auf, die zu unterstützen. Capital Bra, wenn ihr noch 12 seid, dann unterstützt ihr den weiter, aber ansonsten hört auf, den zu unterstützen. Ihr müsst mich auch nicht unterstützen, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, das ist alles so komisch. Die haben eh alle einen an der Klatsche, deswegen Capital Bra Tee in der Wix Edition.
im Netto die Woche im Angebot gewesen, in der Werbung. Wenn ihr den noch nicht kennt, probiert den halt mal, schreibt mal eure Meinung rein. Ansonsten, wenn ihr den kennt, sagt mal, was ist da los? Warum ist die so abgewichst? Und was ist mit dem Braten los? Ist der nicht mehr in der Röhre? Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Der Tee hat halt keine Kohlensäure, deswegen alles gut. Brati.